Am Dienstag war einiges los vor der Polizeidirektion Nord in der Halleschen Straße. Anlass war dabei der katastrophale Zustand des Polizeidirektionsgebäudes. Neben Innenminister Stahlknecht und Finanzminister Schröder waren auch Vertreter der Polizeigewerkschaft vor Ort. Mit dem diesmal doch großen Aufgebot an Verantwortlichen versucht man zu symbolisieren, dass nun etwas getan würde. Eine Tatsache, die Wolfgang Ladebeck aus der Vergangenheit nicht bestätigen kann. Nicht zuletzt deshalb habe man das Gebäude in der Halleschen Straße erneut, naja, ausgezeichnet. Ja, wir haben das Schild ja, also die Kürung schon mal 2011 vollzogen. Damals mit der Hoffnung, dass sich an diesem Objekt endlich was ändert. Das ist ja nach wie vor das schlechteste Dienstgebäude der Polizei in Deutschland. Etwas Schlechteres gibt es in Deutschland nicht. Leider hat sich in den 6 Jahren nichts getan. Ich habe daraufhin dann die Bundesleitung angerufen und habe gesagt, wir müssen diese Aktion nochmal tun. Das hilft den Kollegen. Ich komme gewerkschaftspolitisch hier und personalratsmäßig nicht weiter. Wir müssen in die Öffentlichkeit gehen und dann nochmal mobilisieren, um hier was zu erreichen. Die Verantwortlichen erklärten, dass man doch schon dabei wäre, Lösungen für die Probleme vor Ort zu finden. Dabei soll es keinen Nachbau oder Umzug für die Beschäftigten geben, sondern man will das Gebäude in der Halleschen Straße wieder auf Vordermann bringen. Es geht um die größte Sanierungsmaßnahme innerhalb der Landesverwaltung Sachsen-Anhalts seit Gründung dieses Bundeslandes. Aber ein Prozess, der in mehreren Bauabschnitten erfolgt, wo wir mehrere Teilbaumaßnahmen haben. Und die müssen wir jeweils auch entsprechend abstimmen. Im parlamentarischen Raum, mit dem Rechnungshof. Wir müssen auch planerisch das entsprechend untersetzen und auch finanziell ausstatten. Es liegt hier nicht am Geld, es liegt jetzt an der Umsetzung. Aber da sind bereits Maßnahmen umgesetzt und werden jetzt sozusagen 2018 fortgeführt. Klingt soweit ganz gut. Die Vergangenheit lässt den Polizisten allerdings keine Ruhe. Zu oft habe es schon entsprechende Lippenbekenntnisse gegeben. Um den Druck ein bisschen zu erhöhen, haben wir mal nach einem Stichjahr gefragt, in dem man die Versprechungen umgesetzt haben will. Also wenn alle Planungen und alle Baumaßnahmen entsprechend dieser Planung realisiert, beschlossen und umgesetzt werden, haben wir 2023 eine komplett andere Situation. Wir werden vorher schon Maßnahmen abgeschlossen haben und es wird auch der Dienstbetrieb fortgesetzt. Wir haben übrigens auch Ausweichquartiere angemietet, das sind ja auch Kosten. Also all diese Dinge werden ja gemacht, der Dienstbetrieb muss weitergehen. Aber die Gesamtbaumaßnahme, einschließlich Revier, Direktion, Technisches Polizeiamt, alle diese Maßnahmen beendet, einschließlich Umland- und Grünlandpflege, das wird 2023 der Fall sein. Bis das jedoch geschehen ist, muss man sich wohl mit dem Ruf zufrieden geben, den die Gewerkschafter und die Beamten nun ganz offiziell zur Straßenseite hin zur Schau stellen. Das schlechteste Polizeigebäude Deutschlands steht nun ganz offiziell in Magdeburg. Ein wenig traurig für die Landeshauptstadt und recht peinlich für die Politik, dass man es nicht organisiert bekommt, den Polizeikräften eine standesgemäße Immobilie zur Verfügung zu stellen. Diese Art der Beschwerde akzeptiert der Finanzminister jedoch als Ausdruck des Konfliktes. Die Geste ist sicherlich die Artikulation der Gewerkschaft, auch im Sinne der Beamtinnen und Beamten, die hier Dienst tun. Insofern ist die Reaktion verständlich. Man macht auf einen Missstand aufmerksam, aber man stößt bei der jetzigen Landesregierung eine Tür auf, die bereits offen steht. Deswegen war es mir wichtig, heute auch einfach mal zu informieren über den Stand eines laufenden Verfahrens. Wir kommen her, um zu berichten, was wir tun. Wir kommen nicht her, um neue Ankündigungen zu machen. Und getan werden muss noch einiges. Ladebecks Liste der Mängel ist dabei lang. Die Bilder, die wir zu den Aussagen bekommen haben, sind von der Polizeidirektion selbst zur Verfügung gestellt worden. Also wir haben hier am Gebäude, da darf man sich von der Vorderfront nicht täuschen lassen, wenn Sie hinten auf den Hof gehen, ausgebrochene Ziegelsteine aus dem Fundament, aus den Fassaden, ausgeschwemmte Fugen, dass mittlerweile auf dieser Seite Wasser in das Objekt eindringt. Ich war gestern bei einem Kollegen, habe an die Wand angefasst, die ist klatschnass. Decken, klatschnass, weil die Feuchtigkeit bei Regen sowieso nach innen dringt. Das muss dringend erledigt werden. Dadurch können ja auch Gesundheitsschäden entstehen bei den Kollegen. Die sitzen aber noch in so einen Räumen. Die bringen sich ab und zu mal weiße Farbe mit, damit sie die Gelbflecke wieder wegkriegen. Das kann es doch nicht sein. Das sind doch keine Arbeitsbedingungen. Kaputte Fußböden. Altes eingebautes Linoleum noch aus DDR-Zeiten. Die Fenster, katastrophal. In den Fenstern ist es so, dass das alte DDR-Fenster Holzfenster sind, die verfault sind teilweise. Es gibt mittlerweile hier einen Plan, welches Fenster man noch aufmachen kann und welches nicht.
und dass es daraus zieht und man Decken in den Fenstern legt im Winter, das ist ja ganz logisch. Das sind doch alles keine Arbeitsbedingungen. Dann ziehen die Kollegen in ein Ausweichobjekt, in der Halberstädter Straße 39, kommen da in die größte Katastrophe, weil da Dämmwolle verbaut wird, die Mineralfasern haben, die gesundheitsschädigend sind. Schon waren sie wieder hier. Wir stecken sie ins Haus 6. Angekommen im Haus 6 ruft mich eines Morgens eine Kollegin an. Ich bin ja hier Personalrat auch der Behörde. Komm mal rüber, guck dir das mal an. Da steht auf ihrem Schreibtisch eine riesengroße Pfütze, drunter eine riesengroße Pfütze. Aus der Gipskartonplatte, durch die Feuchtigkeit ist die Gipskartonplatte ausgebrochen und es hat durchgeregnet. Die Endkonsequenz war, wir haben die gesamte Etage bautechnisch gesperrt. Die Turnhalle ist mittlerweile bautechnisch gesperrt, das Haus 5 ist mittlerweile bautechnisch nicht gesperrt. Ich warte nur noch drauf, dass wir jetzt irgendwann das Haus 4 auch noch sperren, denn dann werden wahrscheinlich meine Kollegen Dienst nur noch auf der Straße machen. Nach dem Interview erklärte der Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft noch, dass die Aussage, dass schon einiges in Arbeit wäre, für ihn nicht realistisch sei. Zu oft habe man sich bisher beschwert, ohne dass etwas Nachhaltiges geschehen sei. Ob das so weitergeht, kann man in den kommenden Jahren beobachten. Magdeburg hat fürs Erste jedoch eine Sehensunwürdigkeit mehr.